Ich habe vor einigen Tagen diesen Deadpool-Comic hier reviewed und fand ihn scheiße, was dazu führte, dass ich ein paar sehr unfreundliche Nachrichten bekommen habe. Ich weiß, da fällt euch der Monokel aus dem Gesicht und ihr müsst euch in euren Ohrensessel erstmal gerade hinsetzen. Unhöflichkeit im Internet, doch, das gibt's. Aber es gab ja nicht nur unfreundliche Nachrichten, es gab auch einfach berechtigte Kommentare und Fragen dazu, weil ich ein paar Dinge gesagt habe, die Leute, ja, wie gesagt, seltsam fanden oder besprechungswürdig. Und dann dachte ich, mache ich hier im eigenen Sinne quasi ein Video und rede ein bisschen über Superhelden und mein Take auf Batman, weil wer meinen Kanal kennt, weiß, dazu sage ich auch immer wieder Dinge. Dazu dient dieses Video. Übrigens, kleiner Funfact am Rande: Das einzige Mal, wo ich noch schlimmere Nachrichten bekommen habe, war, als ich es gewagt habe, Jesus als Superheld mit der KI zu erstellen und zu posten. Da habe ich Todesdrohungen gekriegt von einigen religiösen Fanatikern. Naja, was sagt das über Marvel-Fans? Gar nichts. Fangen wir damit an. Wir steigen mit Batman ein. Denn was ich immer gesagt habe, ich lese ja gar keine Superhelden-Comics. Ich mag Superhelden ja gar nicht. Und dann sage ich immer das Gleiche: Batman ist für mich kein Superheld. Das liegt natürlich etwas daran, wie ich das Wort Superheld definiere. Ihr müsst bedenken, ich bin mit Adam West, den habe ich schon noch gesehen als kleines, ganz kleines Kind, aber danach bin ich eigentlich hier. Das war mein Weg zu Batman. Nicht die Comics, sondern Michael Keaton hier mit Batmans Rückkehr. Also die ersten beiden Keaton-Filme von Burton. Was ich an Batman immer gut fand, ist, dass er mehr oder weniger, natürlich muss man hier ein bisschen Suspense of Disbelief, aber ein Mann ist, der reich ist und sich deswegen natürlich Gadgets leisten kann und irgendwelche ja, ne, Ausrüstung und so weiter und so fort, aber der halt keine übersinnlichen und übermenschlichen Fähigkeiten hat. Auf jeden Fall in den meisten Comics, es gibt ja auch andere Texte, aber ne, dass der also einfach jemand ist, der ist reich und deswegen ist er für mich kein Superheld, weil der Begriff Super, ne, das sieht man ja schon an Superman, der ist übermenschlich, der kann fliegen, der kann um die ganzen Planeten rumfliegen, dann dreht sich die Zeit rückwärts und naja, ihr kennt die ganzen Chosen. Und sowas finde ich langweilig. Er hier ist einfach nur ein reicher Mann, der sich Zeugs, der sich im Kampfsport hat ausbilden lassen und so weiter. Natürlich ist das jetzt hier auch nicht mehr realistisch, aber es geht nicht um Realismus, es geht um Glaubwürdigkeit. Und das ist für mich noch so weit glaubwürdig, dass ich das cool finde. Das ist natürlich erstmal ein enger Begriff von Super, ne? Weil Super heißt für mich, Superheld ist für mich die Definition eines Spider-Mans, Hulk, Wolverine und wie sie alle heißen. All diese Superhelden, die halt Übermenschliches haben. Durch Magie oder durch Alien und hast du nicht gesehen. Mir ist natürlich auch klar, dass Batman nicht der einzige Held ist, der keine übermenschlichen Fähigkeiten hat. Dass sein Pendant, der andere reiche Knacker, der Verbrechen verhindert, ist der Iron Man. Dem macht meine Definition auch kein Superheld. Ich finde Iron Man nur scheiße. Weil Rüstung und so ein Quatsch. Das ist meine persönliche Meinung. Ihr könnt Iron Man super finden. Yay. Ja. Und natürlich, das führt dazu, dass ich übrigens auch nur meine Batman-Comics mag mit Batman. Ich mag dieses ganze Multiverse drumrum nicht. Es gibt ja genug Geschichten, wo er irgendwie mit den Justice League und wo Killer Croc und all den ganzen Krempel, das finde ich alles scheiße. Das will ich alles nicht. Ich bin ein alter Mann, ich schreie die Wolken an und sage, ich möchte hier Catwoman passt schon noch irgendwie und Pinguin und Joker und so, das geht noch. Down to Earth quasi. Nitty-gritty und bitte keine übermenschlichen Fähigkeiten. Aber wichtig, das ist nur meine Meinung. Ihr könnt euren Batman und ihr könnt Superhelden so toll finden, wie ihr wollt. Das hat überhaupt nichts zu sagen. Nur weil ich etwas scheiße finde, heißt das nicht, dass ihr das scheiße finden müsst. Wer bin ich schon? Irgendein Typ, der Comics liest. Also meine Meinung hat euch, kann euch interessieren, muss sie aber nicht. Also bitte nicht beschimpfen, keine Todesdrogen. Ich habe keinen Jesus hier gepostet. Wir schaffen es. Ja, also deswegen sage ich immer wieder, Batman ist für mich kein Superheld, weil ich eben keine Superhelden mag, aber Batman mag ich in seinen guten Comics. Hat ja auch viele schlechte Comics. Das ist der erste Punkt. Ich hoffe, damit habe ich das klargestellt. Das liegt mir einfach, ist eine Begriff des Wortes Superheld. Und für mich ist der halt, der Präfix Super bedeutet für mich halt übersinnlich, übermenschlich. Nicht mehr menschlich halt. So. Dann habe ich aber ja tatsächlich diesen Deadpool-Comic hier gelesen und habe auch nur jetzt dazwischen drin noch ein paar andere Superhelden-Comics gekauft, einfach auf Just for Fun. Dazu komme ich gleich noch hier, ne, Wolverine und Spider-Man und sowas. Ich kenne diese Marvel-Filme, einen Teil davon. Ich fand sie alle scheiße, kann keinen davon leiden. Habe aber ein paar davon gesehen. Ich habe mit Marvel und auch mit dieser mit den DC-Multiverse nichts am Hut. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Jeder von euch, der schon zwei oder drei Comics gelesen hat, hat zwei oder drei Comics davon mehr gelesen als ich. Ihr wisst, wer meinen Kanal kennt, ich reviewe halt hauptsächlich, ne, sowas, so Science-Fiction-Dinger oder True Crime oder so. Der Sinn ist des ganzen Kanals ist ja, dass ich
ein paar Comics lese, meine Meinung dazu poste, weil ich habe ein Gerät und das Internet, ich darf das. Und vielleicht der ein oder andere sagt, oh, das ist ein Comic, den kannte ich so noch gar nicht. Worum handelt der denn? Na, zum Beispiel, dass ich hier Eddie Gein habe ich ein paar empfohlen, habe ich ein paar Rückmeldungen zugekriegt. Also, dass ich jemanden ein, zwei Comics empfehle, die er nicht kennt, die er interessant findet und deswegen Lust hat, sich auch zu holen. Ich sage nicht, dass ich hier eine große Expertise habe, mehr als alle anderen, aber ich lese halt viele Comics und sage meine Meinung und der ein oder andere kann was mitnehmen. Wovon ich keine Ahnung habe, nachweislich ist Superhelden-Comics. Marvel sowieso gar nicht und auch DC nur Batman, ansonsten nichts. Das heißt, wenn ich einen solchen Comic review, dann ist das Review natürlich nicht für jemanden, der diese Comics liest. Also wenn ihr ein Marvel-Fan seid, ein Deadpool-Fan, dann kann euch meine Review überhaupt gar nichts bringen, außer dass ihr euch aufregt und mir Todesdrogen schickt. Bitte nicht. Denn ihr habt mehr Ahnung als ich. Das ist der erste Deadpool-Comic, den ich je gelesen habe. Ich fand den halt einfach scheiße. Ich habe den ersten Deadpool-Film gesehen und fand den sehr witzig. Ich habe den zweiten gesehen und fand den doof. Und den habe ich geschenkt gekriegt, also habe ich ihn gelesen. Aber falls ihr jemand seid wie ich, der noch nie sowas gelesen hat und denkt aber, es gibt das ja da draußen, wie ist das denn so? Vielleicht interessiert den einen oder anderen dann die Meinung von jemandem, der nicht tief in der Lore steckt, der nicht alles weiß und die ganzen Storylines und die ganzen Bösewichte, sondern der einfach mal in so einen Comic reingreift und sagt, ist das was für mich, taugt das was? Als neutraler Beobachter von außen quasi. Für den maximal, wenn überhaupt meine Review für irgendjemanden ist, ihr könnt ja auch einfach abschalten, wenn ihr sie scheiße findet, für den ist die gedacht. Das heißt, ich erzähle hier nichts für Marvel-Fans, da gibt es auch tausend andere Kanäle, die man sich angucken kann. Also, wenn ihr Marvel-Fans seid und ich finde eure Marvel-Helden doof oder DC-Helden, Superman, Aquaman, oh Gott, Aquaman, alter Vater. Naja, gut. Also auch, es geht nicht um Marvel-Fans. Wenn ihr Superhelden-Fans seid, dann sind meine Reviews sowieso nicht für euch. Deswegen sage ich das am Anfang ja auch immer. Ich habe keine Ahnung, ich lese das Zeug nicht. Damit ihr dann schon fort abschalten könnt, das machen ja auch viele, ich kenne ja meine Klicks. Also wie gesagt, wenn ich das review, dann tue ich das nur, weil ich es einfach witzig finde, ich habe es gelesen und vielleicht ist der eine oder andere und sagt, okay, was sagt er denn dazu? Jetzt habe ich mir hier ein paar Superhelden-Comics gekauft, 2,50 Euro kosteten die, waren runtergesetzt. Ich habe hier einfach Wolverine, also so ein X-Men-Ding, Spider-Man, Justice League, Avengers und achso, den habe ich mir auch mitgenommen, bin ja Historiker vom Beruf Geschichtslehrer, deswegen fand ich das interessant, die Anfänge von Hulk zu sehen. Ja, das habe ich mir gekauft, die werde ich reviewen. Man kann schon ahnen, wie diese Reviews ausfallen werden. Aber wie gesagt, sie sind ja nicht für die Fans von diesen Comic-Reihen. Die wissen, dass Wolverine eine Frau ist mittlerweile. Das wusste ich nicht. Das ist der erste X-Men-Comic, den ich jemals in meinem Leben in der Hand hatte. Ich habe diesen Film Logan gesehen. Den fand ich, glaube ich, ganz gut. Naja, also deswegen, ich werde diese Comics reviewen, weil ich sie gekauft habe. Und vielleicht interessiert es ja jemand, was ich dazu denke. Wenn nicht, dann auch egal. Aber ich bin kein Experte, werde auch nie einer sein, denn ich werde sicherlich nicht mehr lesen als die hier, denn das ist schon schlimm genug für mich. Ich kehre zurück zu meinen ganz normalen Graphic Novels und vielleicht der einen oder anderen Reihe, die ich spannend finde. Ich hoffe, ich habe jetzt klar gemacht, zum einen, warum ich glaube, dass Batman, warum ich sage, dass Batman kein Superheld ist. Ihr könnt das ganz anders sehen, das ist ja nicht, meine Meinung ist die einzig richtige und ihr müsst mir zustimmen oder für immer schweigen, aber es versteht vielleicht der ein oder andere, warum ich das sage. Und ich weiß, es gibt auch andere, die keine Superkräfte haben. Iron Man zum Beispiel. Mehr Superhelden kenne ich nicht, aber es gibt bestimmt noch ein paar bei Marvel oder auch bei DC, die auch keine Superkräfte haben, sondern einfach Dudes sind. Mit einem albernen Kostüm und sich als Fledermaus verkleiden und Leute verprügeln. Und vielleicht habe ich jetzt, gut, die meisten, die dieses Video eh nicht geguckt haben, die in den Kommentaren irgendwie mir komisch kommen, aber vielleicht der ein oder andere und versteht, warum ich diese Comics lese und reviewe, ohne dass ich Ahnung habe von diesen ganzen Universen. Und warum ich davon auch keine Ahnung haben will. Es gibt einen Superhelden, der heißt Checkmate. Ja, danke schön. Okay, das war in eigener Sache quasi ein kurzes Video dazu. Vielleicht bleibt ihr trotzdem dran für die nächsten Reviews. Irgendwann kommt auch Spider-Man. Ich habe ein bisschen Sorgen, habe ich noch nicht gelesen. Bisher habe ich nur sie hier gelesen. Okay, vielen Dank und bis dann.